Hallo Mitbürger, weiter geht's mit I wanna be the guy, Meat, Fleisch, Klumpen, Gedöns, Meatboy, Bandage, 100% Salzfabrik, super, toll, lustig, Fails. Wow, wieso hat das da gerade so geleckt? Bestimmt, weil ich zu viele Wörter auf einmal hintereinander gesagt habe und dann hat er sich gedacht, nee, Error, kann ich nicht mehr machen. Entschuldigung, ich kündige. Und deswegen hat er geleckt, so. Aber selbst ohne Reden funktioniert es gerade nicht mehr. Irgendwie ist gerade der Wurm drin. Nennt man das so? Ja, genau, der Wurm drin. So war das. Aber es funktioniert... echt, es funktioniert gerade gar nichts mehr. Was ist denn los? Oh yeah, Fat Tony. So. Ich muss einfach ein bisschen die Musik mitsummen, sonst fällt mir nichts mehr ein. So. Das ist nicht schwer. Sage ich immer wieder und dann verkacke ich es dann auch immer wieder. Ich kann mich da nicht konzentrieren. Ich werde da zu nervös dann. Weil eigentlich hat man es nach diesem dritten Ding nämlich schon geschafft. Man ist zwar nervös beim letzten. Aber trotzdem ist man nicht so nervös, dass man es da verkackt. Scheiße. Ja, stirb halt! Ist ja ein lustiges Spiel, so sterben! Meine Fresse, ey! Junge! Wie lange willst du denn noch mit Zacken spielen? Ey, ich werd mal erwachsen! Jetzt sterbe ich vor so einem Scheiß! Wie kann man denn in den Spikes verkacken, bitte? Gar nicht, das ist die Antwort! Ja, ihr habt's gewusst, drückt auf den Buzzer! Vielleicht kommt ihr durch die Leitung! Dann gewinnt ihr 15 Cent von 9 Live. So. Beantworten Sie einfach die Frage, wo platzt Crazy Zocker als erstes? Na, Ader. Im Gehirn oder am Arsch? Fuck. Alter. Ist ja wohl nicht wahr hier, oder was? So, gut. Hier kommen wir durch. Super, toll. Wir sind echt Meister. Zack, zack. Bums, bums. Wir sind geil. So. Super Meat Kid. Boah, ist das. Ey, das ist nicht wahr. Wie kann sowas denn wahr sein? Oh yeah, ich hab keine Ahnung. Boah, das sind ja echt. Ich weiß nicht, ob ich gerade aus dem Augenwinkel richtig geguckt habe, aber es sind ja sieben Spikes sind das ja. Man muss siebenmal da hin und her laufen. Eigentlich nur sechsmal, weil den ersten kann man nicht sterben. Aber trotzdem. Wie soll man das denn so oft in der Folge einfach nur durch Gefühl schaffen, irgendwie im richtigen Moment zur Seite zu drücken? Das ist für mich ein Ding der Unmöglichkeit. Wie bitte? Ich bin komplett in der Mitte gewesen. Ich hab's geschafft gehabt. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, Mann? Ja, ja. Geht halt alle pissen. Pisst euren Müttern in den Mund. Lutscht ihren Urin aus den Augen, nachdem es durch den ihre Dinge gelaufen sind, durch ihre Röhren, durch die Augen, Äpfel, Dings. Ach, ich red nur noch Mist. Liegt an der Wanna mit der Geife auf so und die zerschmettert meinen Kopf. Ein wenig, wieso bist du daran gestorben? Du bist da dran nicht gestorben, du lebst nur. Ja, fick deine Mutter dreimal. Echt. Alter, was hat Team Meat hier für Scheiße gegessen zum Morgen, ey? Frühstück muss echt scheiße gewesen sein, was die da gehabt haben. Sonst hätten die nicht so einen Scheiß produziert, ganz ehrlich. Wie kann man denn so einen Scheiß erfinden? Kann man so eine Kacke programmieren und dann auch noch verkaufen? Ja, lauf halt rein und denk dir, oh, scheiße, es hat meine Eichel aufgeschlitzt. Ups. Ganz ehrlich, ja, drück mich halt runter und mach alles falsch und ja, ja. Ja, es ist gut. So. Ach ja, das ist übrigens die Wapson auf Doom, falls ich es noch nie erwähnt habe, so.
Aber ich habe öfters mal gesagt, ja, die Wabs sind auf Doom und die kommt noch und so und lalalala, trollalalalalal. Und das ist die Wabs sind auf Doom. Alter, das geht nicht! Geht gar nicht, nö, geht nicht, kein bisschen null, nö, nada, gar nix, nix. Vergesst es einfach, geht nicht. Das Level ist nicht machbar. Ich weiß nicht, warum ich es offscreen denn geschafft habe mal, als ich die Wabs mal gezockt habe auf meinem anderen Spiel, dass ich parallel laufen habe, aber nicht zu 100% durchspielen, bevor ich aufnehme. Ja, das war schöner Operngesang von einem Fan dieser Entwickler. Ich rufe euch gleich an und schick euch eine Telefonbombe, ganz ehrlich. Ich steck euch gleich die eiserne Jungfrau Tine durch den Telefonhörer. Wir reden jetzt etwas lauter für die Hörgeschädigten unter euch. Oder die, die es gern werden wollen, wenn sie dieses Video fertig geguckt haben. Willkommen in meiner Welt der Grausamkeit. Spaß für die ganze Familie. Am laufenden Band Scheiße. Hallo, du schlitzt dir jetzt mal nicht die Eier auf an diesem Dings. Ist es mal gut oder wie? Alter, so schwer ist das nicht! Ich schreie gleich die ganze Wohnung auseinander. Das kann nicht sein wegen so einem Kackspiel. Alter, wenn ich Andreas LP dieses Spiel geben würde, das ist 100% Let's Play. Ey, es wäre vorbei mit der Let's Play-Szene, ich schwör's euch. Ja, wo denn? Wo denn? Wo wurde ich getroffen? Markiert es mir einfach mal dick auf dem Bildschirm, damit ich noch weniger Chance habe, durch dieses verkackte Fick-Level zu kommen. Was ihr beim Scheißen entwickelt habt. Dass die aber ordentlich einen in die Schüssel gebrettert haben und es dann auch noch als Level verwendet haben. Oh, Scheiße. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Oh mein Goodness! Oh mein fucking Goodness! Oh mein... Es tötet mich halt! Tötet mich noch dreimal! So, noch zweimal! Noch einmal! Ey! Minus eins, verdammt! Oh, geile Kacke, Mann! Wir haben dieses verkackte Fickbums deiner Oma aus dem Arsch gekrochene Zigaretten-Stink-Scheiß-Level abgeschlossen. Oh, das kann ja gar nicht mehr so schwer sein, ja. Ist mir so scheißegal, wie kacke dieses Level jetzt hier wird. Ja, ist mir scheißegal, meinetwegen brauche ich dafür jetzt noch 3 Jahre, ist mir scheißegal. Ich freue mich, dass ich dieses scheiß State von Eden geschafft habe. Ganz ehrlich. Ja, schön. Ja. Ja. Uhu. Okay, das ist aber nicht schlimm, dass es hier die letzte Stage ist, denn das ist wirklich das Einfachste. Das mag zwar nicht so aussehen oder mag auch nicht so wirken jetzt hier an meiner Spielweise, aber das liegt... Wahrscheinlich liegt es eher daran, dass man geschafft ist von dem Level davor und man möchte sich hier holen, aber nein, dann kommt gleich nochmal so ein Dreck einem entgegengerotzt und durchgekackt durch die Leitung. So. Wow, hat sogar funktioniert. Wow, hat sogar funktioniert. Ich habe schon gesagt, obwohl es noch gar nicht funktioniert hat in diesem Moment. Nein, verdammt. Ja, aber ihr seht schon, die Stage ist Kinderspiel. Ich möchte auch nicht mal sagen, dass ich gut in der Stage bin. Es liegt einfach daran, die Stage schafft man einfach. Außerdem, wenn man die ersten 2 Stages geschafft hat, ist der Ehrgeiz hier so groß, dass man diese scheiß Stage schafft, dass man einfach keine Chance hat zu failen. Aber irgendwie schaffe ich es gerade nicht, weil ich einfach zu aufgedreht bin, weil ich endlich eine scheiß zweite Stage da geschafft habe. Ja, dann geh halt kaputt. Ja, geh halt nochmal kaputt. Und noch bitte einmal. Nee, doch nicht, okay. Aber jetzt bitte. Geh jetzt bitte nochmal kaputt. Ach, schade, jetzt will er nicht mehr. Jetzt ist er schüchtern geworden. Hä? Was hat mich denn da jetzt getroffen? Also manchmal erkennt man es auch gar nicht, ob es einen getroffen hat. Aber dann muss man, denkt man, Team Meat ist ja ein gutes Entwicklerteam. Die haben schon recht. Das stimmt schon, was die sagen, ja. Ich
würde mein, ich, ganz ehrlich, ich würde ihm mit mein Leben anvertrauen, ganz ehrlich, die würden da draus schön Schnetzel machen, geschnetzeltes, und dann macht ihm vielleicht, was macht ihm mit eigentlich, ist es ein Metzger, der einfach mal Bock hat, ein Spiel zu entwickeln, oder was? Das glaube ich langsam, ganz ehrlich, das, und der hat diese ganzen Fangames gehasst, glaube ich, sonst hätte er die hier nicht. Ja, ganz ehrlich, I Wanna Be The Guy, Leute. I Wanna Be The Guy ist so viel lachhafter als der I Wanna Be The Guy Wabson aus Super Meat Boy. I Wanna Be The Guy ist ein, kann man hier blind, wortwörtlich, also so mit verbundenen Augen spielen. Im Vergleich zu dieser Wabson hier. Aber diese Wabson hier mit drei Leben, ganz ehrlich, wie ich das ein paar davor schon gesagt hatte einmal. Ich glaube, das hatte ich sogar gesagt. Ein paar davor war das dann, ja. Ah, tötet mich halt noch 10 Mal. Ist mir scheißegal, ich schaff die Stage irgendwann. Ihr zögert es nur ein bisschen raus. Ihr werdet mir höchstens ein paar Minuten meiner Lebenszeit rauben. Aber das ist auch nicht schlimm. Sag, ich schaff's irgendwie gleich. Jetzt denken die sich, hey, der macht sich über uns lustig. Den müssen wir leiden lassen. Das denkt sich Dimit jetzt. Die gucken bestimmt jedem Spieler live zu, während sie der I Wanna Be The Guy Warpzone spielen. Zack. Zack, zack, zack. Hä? Du machst keinen Doppelsprung. Du bist ein gutes Kind, du. Mach halt keinen Doppelsprung, brauche kein Mensch. Stimmt, hast eigentlich recht. Also du bekommst einen Preis für das dümmste Kind der Welt. Glaube ich schon. Ja doch. Hallo, ich bin in deinem Alter schon über viel höhere Segen und Kettensägen und Sulfidsäure mit 100% Dingsbums, wie nennt man das nochmal? 100% Säuren, Laugendingens. Ich kann Chemie nicht. Ich hab keine Ahnung, wie man das Zeugs nennt. Alter, der macht den Doppelsprung manchmal. Liegt es jetzt daran, dass ich meine Sprungtaste schon mehr als eingehämmert habe bei der Stage davor? Oder woran mag das liegen? Ich meine, liegt doch ein bisschen auf der Hand. Das ist ein bisschen gelitten hat mein Gamepad nach der Stage von eben. So. Nein, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Wir hätten jetzt Fete feiern können, Leute. Wir hätten jetzt schon längst auf einer Fete sein können. Wenn diese Kacke jetzt gerade nicht gewesen wäre, naja, egal. Ehrlich, ihr macht das draußen nur ein Zeitspiel. Ich schaff das da wirklich. Ich bin so überzeugt von mir jetzt gerade, dass ich gerade einfach mal sterben gehe. Super. Nee, ganz im Ernst. Ihr zieht das einfach nur in die Länge. Das bringt einfach nichts. Die Stage ist nur so aus Scheiß da, weil ich gleich mein Monitor schrotte. Ganz ehrlich. Okay, noch einmal. Was ist das da oben gerade? Okay, jetzt ist es wieder normal. War wohl gerade eine kleine Fehlkonstruktion, würde ich mal fast behaupten. Alter, wie das Ding da vorne bringt mich um, ey. Dann raste ich gleich aus. Und wir haben es geschafft, Leute! Woo! We did it! Scheiße, Mann! Wir haben es geschafft! You are not the kid, former I Wanna Be The Guy! Und ich spuck meinen ganzen Laptop voll! Ja. Oh, ich hab grad ne Wurst in meiner Hose liegen, Leute. Oh, vorne und hinten. Nee, vorne ist noch ein Anaconda, aber hinten. Wie ich mir richtig einen abgekackt hab grad. Der Kot läuft nur so meine Beine entlang. Ist das wunderbar. Gerade rechtzeitig, um weiter mit der Dark World von dem Rapture weiterzumachen. Hören wir noch mal kurz die Musik rein, um uns den richtigen Überblick über die Scheiße hier zu verschaffen. Gut, los geht's. Ja. So, also ich würde mal sagen, Prost, Leute. Ich hoffe, ihr genießt gerade euer Bierchen am Abend. Oder nee, Quatsch, nicht am Abend. Ich werde das wie den Part wahrscheinlich nach meiner Planung um 5 Uhr oder so hochladen. Ich weiß ja nicht, Uhr es jetzt letztendlich ist, aber schreibt jetzt nicht in die Kommentare, es ist so und so viel Uhr, Assi. Oh, Leute, ich bin gerade so. Nee. Wisst ihr, wie wir jetzt sehen? Wisst ihr, wie wir jetzt sehen? Den mit dem super Nazi-Seitenscheitel, super stylischen Seitenscheitel-Dingens. Und ich bin gegen mein Headset gekommen, was mir gerade mal scheißegal ist, habt ihr halt gelitten. Ist mir egal, wenn ich da jetzt gegen gekommen bin. Ich freue mir gerade nur 5 Klöten extra wegen diesem geschafften Scheiß. Ihr könnt euch einfach nicht vorstellen, wie glücklich ich. Wie glücklich ein I Wanna Be The Boshi. Wie glücklich ein Super Meat Boy Spieler in diesem Moment ist, wenn er Kit bekommen hat, es auf Video gebannt hat.
den Dämon quasi gebändigt hat. Und das auf Video, jeder kann es nachschauen. Aber wenn ich jetzt hier keinen A-Plus bekomme, dann ist es natürlich auch toll. Super, 17, wie soll denn das gehen? Moment. So. Hier darf ich sofort durch. Zock. Ja, okay, 17 gepackt, super. Ja. Spinnt halt ein bisschen rum, habe ich ja nichts dagegen so. Ja, toll, super, ein Preis. Wir nominieren dich, Kid, zum schlechtesten Spieler der Welt. Ja, Okay, dieses Stage scheint mit Kid nicht so einfach zu... Ja, ich glaube, ich nehme lieber wieder... Meat Boy! Gib mir einen Schmatzer! Meat Boy! Ja, super, verkackst halt einfach mal so rund um die Uhr die ganze Zeit verkacken. So wie sich das gehört für ein Fleischkloß. Oh ja, super. Aber ganz ehrlich, wenn... Ich weiß gar nicht, was Bandit Girl überhaupt ist. Wenn... Ich habe jetzt so einen super Flachwitz gerade. Ich meine, wenn sie ein Schnitzel wäre, dann hätte sich Dr. Fides ja ganz schön auf Schnitzeljagd begeben. So. Gut. Ich hoffe, ihr schaut euch jetzt erstmal gegen die Birne und holt die Waffen raus und schießt euch in den Kopf. Nee, will ich nicht. Ihr seid doch meine lieben, treuen Zuschauer, die immer an mich geglaubt haben. Selbst wenn ich in der One Everything I Was gesagt habe. Manu, die One Everything I Was war so grausam, Mama. Oh, ist doch alles gut. Nein, die war so scheiße. Hey, geh da hoch. Hallo? Ja, wieso rutscht der denn da? Egal. Also scheiße, ich denke mal, plus wird's nicht mehr, aber kack einfach mal auf die Kotze, würde ich sagen. Was? A+? Oh, geil! Geil, geil, geil! Geil ist geil, so. Moment. Okay, ich denke mal, man steckt hier fest. Momentchen. Verarscht mich doch nicht, man kann doch da durch. Moment. Ich möchte an diesen Schlüssel und zwar einfach... Jawohl. Achso, okay. Runter. Was? Da war eine Bandage? Moment, das möchte ich jetzt nochmal sehen. Deswegen habe ich mich natürlich nur umgebracht, Leute. Ist ja klar. Oder ich wollte ja nur die Bandage sehen. Deswegen habe ich mich umgebracht. Wisst ihr doch alle. Moment, das ist eine Bandage? Lol, das ist eine Bandage. Oh, Bandage. Oh, wir haben eine Bandage gefunden. Ganz zufällig. Gut. Ach, sei doch leise, Meat Boy. Geh doch nach Hause, ey. Meaty, fleischy, du. Ich bin Schmatzer, Meat Boy. Nein, und dann springe ich in diese Kreissäge rein. Nö. Ich will nicht. So. Zack, 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 zack. Zack. Und A+ und Bandage gleichzeitig. Ist ja wie Weihnachten. Moment. Zack, so. Und wir waren zu schnell für das Ding. Ich glaub's nicht. Du, 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 du. Jetzt waren wir zu langsam, hä? Wir waren doch dieses Mal sogar noch schneller als eben. Lol, okay. Dann werde ich jetzt hier kurz warten, bis das Ding wiederkommt. Hä? Da ist ein Knopf, Moment. Achso, ich habe ihn getroffen. Ah, Moment mal, Moment. Das geht doch mit Kid viel einfacher, oder? Ja, nehmen einfach mal Kid.
wie das mit Kid viel einfacher geht. Das Blöde ist nur, dass ich hier wahrscheinlich jedes Mal warten muss, weil von links kann man wahrscheinlich nicht den Knopf so schnell drücken, dass man dann rechtzeitig langläuft und so. Oh, wieso springe ich denn da? Was habe ich denn jetzt gerade im Auge gehabt, bitte? Was war denn jetzt los? Ja, sterb halt. So. Die Stage möchte ich aber jetzt doch noch gerne schaffen, irgendwie in diesem Part, also. Super. Super! Wir sind toll! Hilfe, Kacken! Komm, also ich habe ja ohne mit der Geibabzug geschafft, jetzt werde ich ja wohl hier so einen Scheiß hier scheißen, oder was? So. Ich kann noch mehr ab auf die Scheiße. Und wie er den Doppelsprung manchmal nicht macht, also ich glaube, Kid ist gar nicht mal so wertvoll, weil der den Doppelsprung... Wollte ich gerade Doppelsprung sagen? Alter, der macht den Doppelsprung so oft nicht. Was ist denn das für ein Charakter? Ich dachte, du bist voll cool und so. Deswegen habe ich auch diese Warpzone gemacht und weil wir 100% machen, ich und mehr. Ach, geh doch nach Hause. So. Aber einfach nur so aus Protest mache ich jetzt noch ein Level in diesem Part. Dann gehen wir halt zu diesem Level hier. Ach so, wir müssen uns, ja, wir müssen natürlich auch loslaufen. Moment, ich möchte das ausgetrickst. Hä? Ach so, da oben. Ah, fickt euch. So. Ist da unten ran oder wie? Yay. Da oben ist auch noch ein Knopf. So, der macht einfach. Ach so, okay, das Level ist ja gar nicht mehr so. Ich will Abfluss haben, also seid leise. Seid leise. Haltet, haltet eure Maul. Ja, kennt ihr diesen Tokyo-Hotel-Fan, diese Dings, wie heißt die noch? Ja, scheiße, ist oder? Ach, egal, ich weiß gar nicht mehr, wie... Ah, Angie ist die, glaube ich, diese komische Tokyo-Hotel-Freak-Tusse. Ach, geht doch nach Hause, ich möchte rein. Ja, ist mir egal. Und spring nicht ab, Meat Boy. Meaty, Meaty, nicht abspringen. Nee. Deine Mutter hat es dir immer verboten damals, oder? Sie hat immer gesagt, du darfst nicht von einer Wand abspringen. Und wieso springst du da jetzt nicht richtig, hallo? Das war keine Wand. Da bist du nicht von der Wand abgesprungen. Das hättest du machen dürfen, meinetwegen. Ich kann nichts so dagegen, so. So. Nein, du warst sogar zu langsam, ich glaub's nicht. Was ist das denn? Alter, Rapture fickt dich, glaube ich, also. Echt. Alter, Leute, die Rapture Dark World, ey, die spuckt eure Oma ins Gesicht. Und zwar sowas von. Wie die eure Oma ins Gesicht spuckt. Ganz ehrlich. Meine Oma musste ich gerade schon ein Tuch herreichen, weil. Die Dark World meine Oma so ins Gesicht gespuckt hat. Ich hoffe, es war ein A-Rang, wenn nicht. Dann könnt ihr mich alle Klaus Herbert nennen und ich bringe euch dann hoffentlich nicht um. Weil ich dann eigentlich, ja, egal. Wie auch immer, ich wollte irgendwas sagen gerade, aber dann ist mir doch nichts mehr eingefallen. Ja, töte dich halt! Exit to me. So. Ich würde sagen, toll. Das wird noch lustig, diese Dings hier. Und dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wir haben Kid! Ciao.